Unruhe, Unausgeglichenheit, Spannungen. Was und welche Glaubensmuster zeigen sich mir in diesem Neumond in Zwillinge? Bin ich unruhig, nervös? So darf ich mich genau prüfen. Neptun in Fische steht in einem Quadrat zu Zwillinge. Hier erfordert es sich, die Worte genau zu überprüfen. Wo zeigen sich Spannungen? Welche Glaubensmuster darf ich prüfen? Sind diese eher hinderlich? Welche Gefühle zeigen sich? Wem oder was kann ich trauen? Zeige ich mich positiv oder verliere ich mich in den Energien? Wichtig ist es, die weibliche und männliche Seite in Ausgleich zu bringen, wobei wir nicht ungeduldig sein sollen. Wir dürfen unsere Verletzungen genau ansehen. Die Heilung wird sehr gut unterstützt. So kann ich meine Träume gut umsetzen. Lebe ich mich oder lebe ich die anderen? Wo bin ich selbstbewusst? Was darf hier geheilt werden? Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina. Du findest mich unter Smarana Yoga und Heilung. Ich begleite dich gerne in Verbindung mit deiner Seele, in Coachings, Heilsitzungen und spirituellen Weiterbildungen auf dem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Smarana, schön, dass du da bist. Es gilt, genau hinzuschauen, in unserer Tatenkraft kann uns Pluto sehr gut unterstützen. Alles, was sich dem, was für mich nicht mehr stimmig ist, entgegenstellt, kann heilen. Natürlich kann die Transformation sehr heftig sein. Hier kann uns Kali Ma beim Zerstören des Alten unterstützen. Die weiteren Fragen, welche sich uns weiterhin stellen, sind: Wo werde ich manipuliert oder wo manipuliere ich noch? Stirb und Werde wird uns weiterhin begleiten, um unsere Gefühle in ihrer Wahrheit zu finden. Ihr Lieben, ich kann in meinen Heilsitzungen vieles erkennen, was in den jeweiligen Feldern in dir noch in Heilung gehen möchte. Ebenfalls erhältst du in meinen Engelwebinaren wunderbare Ausbildungen und Werkzeuge für deine weitere Entwicklung. Ebenfalls unterstütze ich dich gerne in den täglichen Energieübertragungen um 22 Uhr. Hier erkennen wir vieles, was in Heilung gehen darf. Die Links findest du unter dem Video. So werden wir im ersten Teil in unserer Meditation in die Schule des Wissens gebracht. Bevor wir dort eintreten, werden die Hüter und Hüterinnen genau prüfen, was in uns in Heilung gehen muss, damit wir uns dort einfinden können. Hier wird geprüft, welcher Transformationskraft es bedarf, und so reisen wir in die jeweiligen Felder. Danach werden wir in die Felder des Wissens gebracht. Die Göttinnen warten bereits auf dich, sie begrüßen dich und prüfen ebenfalls, welche Eigenschaften deiner Talente entsprechen.
bevor sie dich in ihre Wirkstätten bringen. Das Video ist mit heilenden Energien stark aufgeladen. Mit jedem Anhören erhöhen sich die Energien. Bleibe also bis zum Ende dabei, es wird Großes in dir entfacht. So komme nun mit zur Meditation. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinaus strahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Friede in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zu Mutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen. Und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden, und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und ein weiterer Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt, zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoß deiner göttlichen Eltern, fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energien dort wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr, die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Sie laden dich ein mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. Nimm wahr, wie sie dich höher tragen. Deine Boten und Helfer, deine Seelenengel an deiner Seite.
Sie begrüßen dich. Geliebtes Kind, schön, dass du da bist. Wir werden dich unterstützen bei der Befreiung all deiner Schatten, welche dich hindern, deine Wahrheit zu sehen. So lassen wir nun goldenes Licht zu dir fließen. Dieses Licht bereitet dich für deine Heilung und dein Erwachen vor. Verweile einige Momente, lasse geschehen. Während deine Boten und Helfer dich höher tragen, fühlst du, wie du leichter wirst. Vor den Toren des Wissens angekommen, nimmst du die Energien dort wahr. Während die Hüterinnen, Hüter und Wächter deine Energiefelder genau prüfen, was der Transformation bedarf. So kann es sein, du wirst in die Transformationskraft von Pluto gebracht. Hier begrüßt dich Kalima. Sie wird dir helfen, in deinen Mutterschoß zurückzukehren. Um dass dies geschehen kann, muss sich in dir jede Form auflösen. Du musst bereit sein für deinen physischen Tod. Kalima beschreibt dir, während sie dich vorbereitet, dass kein menschliches Wesen noch nie durch ihre Transformationskraft ging. Wichtig ist aber die Bereitschaft dafür, dass sich alles wandeln kann. Bei jedem Stirb- und Werdeprozess geht ihr durch meinen Mutterschoß in die Dunkelheit und ins Licht. Ich bin es, die Leben nimmt und Leben gibt. Du findest mich in den vielen Mantren, deren Klang ich gab. Ein stetiges Wiederholen, rhythmisches Schwingen, das Männliche und Weibliche verbindend. Sei nun bereit für deine Transformation. Während dies geschieht, nimmst du die Klänge und die Mantren wahr. Du nimmst den Rhythmus wahr und das Schwingen. Du findest dich wieder in der ungestümen, bewegenden Kraft des Neptun. In unwiderstehlicher Macht erhebt sich das göttliche Selbst. In der Dunkelheit
das Wasser spiralförmig bewegt. Stets nach innen gerichtet, in dunkler Nacht, das Geheimnis des Lebens in sich birgt. Wenn ihre Bewegung stillsteht, versinkt alles in seinen tiefen Schlaf, um im nächsten Moment ihre Bewegung wieder aufzunehmen. Rhythmische Bewegung zwischen Schlaf und Erwachen bewegt sich das Universum. Dieser Rhythmus bestimmt Geburt und Tod. Alles entsteht aus der spiralförmigen Bewegung. Die aufsteigende Spirale transformiert die irdische Energie in lichte Energie und die absteigende, stets nach innen gerichtete, materialisiert die lichte Energie. Das Geheimnis der großen Mutter. So lassen wir uns fallen in den Schoß der Göttin, die aus dem Meer kommt. Diese Kraft transzendiert das Bewusstsein und löst jegliche Kontrolle. So ist sie der Spiegel, sie akzeptiert, greift aber nicht ein. Du erkennst mich nicht, solange du in Ängsten lebst. Meine Stätten kannst du nur betreten, wenn du alle Kontrolle hinter dir gelassen hast. Wenn du ganz achtsam bist und bewusst wahrnehmen kannst, du musst alles loslassen, was dich kontrolliert. Du kannst dich bewusst fallen lassen, ohne Kontrolle. So wird alles transzendiert. Du bist vollkommen losgelöst. Lasse dich von den Wellen der Meeresgöttin tragen. Du wirst zur Welle. Du lässt dich tragen. Völlige Leere entsteht. Lasse es geschehen. Du nimmst das tiefe Erleben einer Regenbogenwelt wahr. Tiefes, freudiges Sein.
ohne all die Ängste, welche transzendiert wurden. Du weißt, dass du losgelöst bist und aufmerksam zugleich. Du lässt ganz dein Bewusstsein los. Denn wenn du denkst, wirst du Angst bekommen und herausfallen. So lehre ich dich Angstfreiheit. Ich bin Klang. Ich bin transzendentes Bewusstsein, ohne Anhaftung. So, geliebtes Kind, komme immer wieder zu mir. Ich lehre dich, frei zu sein von jeglicher Angst. Aufmerksamkeit und ergebendes Bewusstsein, die reine Hingabe. So fühlst du nun, wie du weitergetragen wirst. Du hörst die Mantren, welche die Göttinnen für dich singen. Du fühlst den Rhythmus, den Klang, deinen Atem tragen, einbettend in eure Chakren, welche sich drehen im Klingen der Mantren. Wenn ihr sie auswendig singt, beschreiben uns die lichten Wesen in den Feldern des Wissens, dann bitten sie sich in euch ein. Sie verbinden euren Seinszustand. Dies ist die Ebene des Klangs. Weitere Eigenschaften meiner Wissensfelder sind Erfindergeist. Ich bringe dir Erfahrungsschätze, ohne an Erwartungen gebunden zu sein. So lernst du aus allem, was dir im Leben widerfährt. Ich bringe dir dein ursprüngliches Wissen. Du wirst mir gerne zuhören, da meine Geschichten, die ich dir erzähle, voller Spaß und Humor. Du lernst, deine Herausforderungen spielerisch zu erleben. Denn du weißt, das ist das Spiel der Erfahrungen. Ein Spiel der Wissenserweiterung ist. In meiner Energie gibt es kein Altern, da in diesen Feldern immer Neues erschaffen wird. In meinem Feld des Wissens ist Männliches und Weibliches eins. So wirst du nun von meinem Geist der Luft unterstützt. So schicke ich dir die Kraft des Südens, Westens
Nordens und Ostens, um dich mit der kosmischen Kraft zu versorgen, die du benötigst. Lasse alles zu. Sei im Alltag aufmerksam und nimm wahr, was dir die Welt um dich herum zeigt. Nimm alles als deinen Erfahrungsschatz wahr und lasse die Energie transzendieren. Damit du in deine dir innewohnende Schöpferkraft zurückkehren kannst. Lasse zu, dass die Boten der Lüfte deinen Geist zerstreuen, so dass all das Neue sich in dir manifestieren kann. Lasse dies eine Weile geschehen. Geliebtes Kind, ich, die Göttin der Lüfte, sage dir, strahle in jedem Augenblick, nutze jede Gelegenheit, die dir gezeigt wird, als dein Potenzial. Stelle alles, was du hast, in den Dienst Gottes. Deine Bereitschaft reicht aus. So unterstützen wir dich in Leichtigkeit und Frohsinn. So vertiefe deinen Atem, kehre auf deinen Platz zurück. Nimm wahr, wie deine Boten und Helfer dich zurücktragen. Komme wieder ganz an. Fühle die Verbindung mit Mutter Erde und fühle die Leichtigkeit in deinem Leben. Du fühlst tiefe Erdung. Wir, die Wesen des Lichtes, verabschieden uns nun von dir. Wir danken dir voller Vertrauen, dass du mit uns bist und deine Aufgabe als Licht und Hüter der Erde gerne annimmst. So komme wieder ganz an. Bedanke dich bei deinen Boten und Helfern für ihren großen Dienst. Sei wieder ganz da. Sehr schön waren sie, die Energien. Nutze diese Reise immer wieder, um den Ausgleich deiner Energien zu erhalten.
Atme tiefer ein und aus. Kehre wieder ins Hier und Jetzt zurück. Komme gerne mit in meine Heilsitzungen und Webinare. Du erhältst hochenergetische Werkzeuge, um mit den Energien der neuen Zeit selbstständig zu arbeiten. Hier wirst du in deine Urenergie eingeweiht, deine Kanäle werden geöffnet, du erhältst Aktivierungen und vieles mehr. Übrigens, die neuesten Energien, welche auf die Erde gebracht werden, sind in den Webinaren und Heilsitzungen enthalten. Unter dem Video findest du all die Links zu den Webinaren und den Mondreisen. Die Reinigung all deiner Energiekörper ist wichtig am Abend, bevor du schlafen gehst, beschreibt uns die geistige Welt. Reinige dich und kehre in deine Urenergie ein. So können wir in der Nacht für dich arbeiten, während du schläfst. Wir tun dies gerne. Wenn du uns rufst, sind wir im selben Augenblick bei dir. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, melde dich gerne, wenn du meine Hilfe möchtest. Smarana